In der Gemeinde Neumarkt in der Steiermark sorgen die Verantwortlichen dafür, dass der Bevölkerung zeitgemäße Infrastruktur wie Breitbandinternet zu leistbaren Preisen zur Verfügung steht. Hier gibt es neben der schönen Landschaft mit dem Naturpark, einem intakten Kultur- und Vereinsleben, das ganzjährig Einheimische wie Besucher begeistert, auch topaktuelle Projekte im Energie- und Ortsbildbereich. Ein wertvoller und verlässlicher Partner dabei, das gemeindeeigene E-Werk Neumarkt. Neben dem Ausbau und der Nutzung regenerativer Energieträger setzt das E-Werk Neumarkt auch verstärkt auf Aktivitäten zur nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz. Beispielsweise sind das Photovoltaik kombiniert mit Energiemanagementlösungen, Smart Metering und Smart Home Anwendungen. Wir möchten Energieeffizienzprojekte umsetzen, weil wir auch Vorreiter sein wollen in unserer Gemeinde und natürlich auch als Vorbild für andere Gemeinden. Wir haben im letzten Jahr ein wichtiges Projekt realisiert, nämlich die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung in der Gemeinde Neumarkt auf neue innovative LED-Technologie. Ja, danke schön. Als Bürgermeister der Marktgemeinde Neumarkt freut es mich ganz besonders, dass es in Kooperation mit unserem E-Werk gelungen ist, die Straßenbeleuchtung auf eine moderne LED-Technologie umzustellen. Das Projekt hat eine Laufzeit von etwas mehr als einem Jahr. Dabei wurden über 560 Straßenlaternen auf die neue energiesparende und umweltfreundliche LED-Technologie umgerüstet. Wir sparen in etwa 180.000 Kilowattstunden pro Jahr ein. Das sind umgerechnet rund 66 Tonnen CO2-Treibhausgase. Und ich glaube, das rechtfertigt diese sinnvolle Maßnahme mit Sicherheit. Mit dieser neuen Technologie lassen sich bis zu 70% der Energie einsparen. Bei uns im Gemeindegebiet entspricht das in etwa 180.000 Kilowattstunden, was wiederum ungefähr 50 Jahresdurchschnittshaushalten entspricht. Die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben uns auch gezeigt, dass das ein sinnvoller und richtiger Schritt war. Neben den Energieeinsparungen gibt es aber auch noch viele andere Vorteile, wie geringere Lichtverschmutzung, Reduktion der Aufhellung des Nachthimmels, weniger Streulicht und Blendwirkung für Verkehrsteilnehmer und Anrainer. Durch gezielte Lichtlenkung auf Verkehrsflächen und durch eine Reduktion des Streulichts auf benachbarten Privatgrundstücken wird auch so die Lebensqualität gesteigert. Die Gesamtinvestition von rund 190.000 Euro amortisiert sich wiederum sehr schnell und wir können somit einen sinnvollen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen erzielen und damit auch unseren Beitrag zur Umwelt leisten. Das E-Werk Neumarkt stellt in der Gemeinde aber auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Also ich glaube, das Warensortiment, das von unserem E-Werk am Hauptplatz angeboten wird, ist doch ein sehr vielfältiges. Und obendrein besteht ja nach wie vor noch jetzt das Bedürfnis nach schnellem Internet ganz massiv in unserer Gemeinde. Und das setzen wir gerade eben mit unserem E-Werk um. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass es in der nächsten Zeit für viele unserer entlegenen Ortsteile auch eine schnelle Internetverbindung geben wird. Die Ausschüttung, um eine Zahl zu nennen, die das E-Werk wirklich alljährlich an die Marktgemeinde leistet, beläuft sich in etwa auf 300.000 Euro. Und das ist Geld, das wir dringend für unsere Projekte in der Gemeinde wiederum benötigen. Die Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark kann dank verantwortungsbewusster, kluger und zukunftsweisender Entscheidungen der Gemeindeverantwortlichen mit hoher Lebensqualität punkten und damit jetzigen, aber auch zukünftigen Generationen einen intakten Lebensraum mit hervorragender Lebensqualität bieten.